Willkommen zurück zu 35 mm Folge 9 steht an. Und nachdem wir die Schleuse aufbekommen haben, stehen wir hier nun vor 2 Tonnen. Wir wissen gar nicht so recht, wo wir hergekommen sind. Sind wir von da gekommen? Oder von da? Oder von da? Ich weiß es nicht. Hier ist nirgendwo eine Tür. Ich habe keine Ahnung, wo die Schleuse war. Aber eine unbekannte Macht zieht mich dahin. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß mit 35 mm und los geht's. Und ganz kranker Sound hier. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Und ich hoffe, wir werden in keine Falle laufen. Okay. Erstmal ein Medipack. Medipack. Mal was futtern. Das Papier wird schon wieder hässlich. Oh, I don't need to go back. Alles klar. Dann gehen wir halt in die andere Richtung. Das heißt, hier ist dann die Luftschleuse gewesen, oder was? Aber man sieht sie da gar nicht. Egal. Wer weiß, wo sie ist. Daneben hier lang. Okay. Da ist Licht. Fällt das Licht nur von draußen ein oder ist das tatsächlich... Ne, das fällt von draußen ein. Möchte ich hier runterfallen? Oder mich runterfallen lassen? Ich weiß nicht. Ich tendiere eher zu nein. Aber ich glaube, wir haben keine große Wahl. Okay. Hä? Tot? Lol? What? Wo hätten wir denn dann hingesollt? Darunterfallen ist tödlich. Ich glaube, ich spinne oder was. Ach, hier ist eine Treppe. Aber ach komm. Das tödlich ist aber auch Quatsch, oder? Ach, hier geht's jetzt. Pass auf. Das ist ein gutes und ein schlechtes Zeichen. Gut natürlich, dass wir eine Waffe haben. Schlecht, weil das natürlich bedeutet, dass wir kämpfen müssen. Gegen irgendein wildes Tier. Oh, scheiße. Mehrere auch noch. What the fuck? Fuck you, ey! Keine Muni mehr! Yeah.
Oh shit, Mann! Okay. Wie viel Muni haben wir jetzt noch? Scheiß Viecher, ey. Mistviecher, ey. Ach, das ist der Typ, der hier abhauen wollte, ne? Von dem wir auch den Brief gelesen haben. Gott sei Dank hat er sein Maschinengewehr oder Maschinenpistole oder was er gesagt hat. Okay, ich werde die Waffe auf jeden Fall draußen behalten. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Und ich weiß auch nicht, wie viel Schuss ich noch habe. Aber auch unglücklich beim ersten First Try. Dass wir da... Wir haben das Vieh tot gehauen und im gleichen Moment sind wir auch... umgefallen, an unseren Schmerzen verendet. Ah. Hier wäre natürlich auch wieder die Möglichkeit gewesen, abzuhauen, ohne zu kämpfen, oder? Und dann die Munition zu safen. Possible. Eventuell habe ich jetzt da unten auch was liegen lassen, weil ich mich nicht richtig umgeschaut habe. Entschuldigung. Endlich wieder an der Oberfläche, oder? Okay, ganz schön gut beleuchtet. Aber hübsch. What? What the fuck? Thank you.
sitze gerade mit offenem Mund da, weil ich es nicht glauben kann. What the fuck? Soll das ein Scherz sein oder was? What the fuck, Alter? Kommen wir nicht raus. Ist doch ein schlechter Scherz, oder? Alles klar, ich weiß, was zu tun ist. Holy moly, Alter, was geht denn hier ab, Alter? What the fuck, wir drehen durch. Keine Muni mehr, was soll ich denn machen, Alter? Und ich kann auch irgendwie nicht Waffen wechseln aus irgendeinem Grund. Ich kann nichts wechseln hier. Ich habe kein Inventar. Moment. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich glaube, wir drehen durch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Keine Muni mehr. Lass mich rauf, frei hier, verdammte Scheiße. Liegt noch mehr Munition irgendwo? Verdammte Axt, ey.
Oh, hier ist Sackgasse. Brauch mehr Muni. Immerhin ein Magazin. Alter, ich kämpfe gegen Statuen. Also alles, was recht ist, das hätte ich dem Spiel nicht zugetraut. Ich glaube, wir drehen einfach durch. Das ist die Erklärung. Was anderes kann es gar nicht sein, ey. Diese Mucke, Alter. Also hier können wir gerne nicht die Mucke kaputt machen, Alter. Lol. Warum sind wir denn so am Sack, sag mal? Wieder an der Oberfläche. Und wir können auch nicht wieder runter, Gott sei Dank. Oh nein. Oh. Was wird uns jetzt da draußen erwarten? Werden wir Thomas wiedersehen? Woran sehen wir denn, ob wir jetzt noch Munition für die Waffe haben? Gar nicht, ne? Wir gehen aber mit der Waffe im Anschlag raus. Wer weiß, was da auf uns wartet. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch Munition haben. Oder ob das alles jetzt Einbildung war. Haben wir Munition gefunden und wir haben halt dann wild um uns geballert, weil wir halt verrückt geworden sind? Oder haben wir diese Munition gar nicht gefunden, weil das ein Traum war und das nur mit den Hunden oder mit den Wölfen war real? Dann hätten wir ja keine Munition im Moment. Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht ausprobieren. Ich will nur wissen, was jetzt passiert und wie es Thomas geht. Ja, wenn du davon irgendwas entziffern kannst, was vielleicht cool zu wissen ist, wahrscheinlich kann man nicht alles entziffern, aber wenn da irgendwas zu entziffern ist, gerne schreiben. Wahrscheinlich sind das die Namen dieser zwei Personen, irgendwelche, weiß ich nicht, Philosophen, vielleicht Politiker oder so, die irgendein Gesetz geschaffen haben oder so, ich weiß es nicht, ich habe keinen Schimmer.
Boah, wie ich da jetzt rumgeschrien habe wieder. Aber es war diesmal kein weiblicher Schrei, es war ein eher männlicher Schrei, oder? Diese verkackten Hunde, ey. Ich hasse Hunde, also wilde Hunde. Okay, wo geht's denn jetzt lang? Da sitzt einer. Ah, da gehen wir gleich hin. Gucken erst nochmal, ob rechts was ist. Oh, da ist ja auch einer. Okay. Hi. Bockt euch nicht, wa? Dass hier einer hier mit einer AK rumläuft, völlig normal in Russland. Ah ja, ein Mini Cooper, oder? Ich würde schon sagen, ah ja, das ist auf jeden Fall ein Mini Cooper. Ah, das ist ja keine Ahnung. Finden alter, weiß ich nicht. Ah, schwer zu sagen. Irgendeine russische oder osteuropäische Marke auf jeden Fall. Vielleicht ein neuer alter Lada. Ich habe keinen Schimmer. Das könnte hier ein Seat oder... Ah, das könnte ein Seat Ford Focus, irgend sowas in der Richtung. Das ist auf jeden Fall ein Audi. Ist nicht so schwer zu erraten. Nochmal ein... Ah, das ist das dasselbe. Vielleicht. Vielleicht ist es auch ein Lexus. Kein Schimmer. Gehen erstmal hier rein, glaube ich. Oder? Ach, ich weiß nicht, ich will nichts verpassen, ey. Aber das ist doch symbolisch, dass hier die Kirche steht, oder? Irgendwas damit hat es auf sich. Ah ja. Alles klar. Deswegen gehen wir hier noch nicht rein. Muss ich sagen, gefällt mir hier wieder. Kann man nicht sagen, dass das scheiße ist hier, die Location. Oh! Da sag ich nicht, nee. Aber gesprächig sind die Leute hier irgendwie nicht. Naja. Ist auch nichts Schlechtes. Wir haben bisher einmal mit Menschen gesprochen und Menschen geholfen. Und was hat es uns gebracht? Ärger. Wir haben Thomas dadurch verloren. Ich glaube, hier geht's weiter. Wir müssen vielleicht doch zuerst in die Kirche rein. Wir gehen zuerst in die Kirche rein. Ich hab's da verstanden. Ich weiß, ich hätte da gleich reingehen sollen und hast sie nicht gesehen. Und ich weiß, ich weiß. Meistens verpasst man dann eben gerade deswegen etwas, wenn man denkt, man geht woanders lang, um eben nichts zu verpassen, ne? Okay, hier kann man Schießen üben. Theoretisch an Flaschen, ne? Ich habe gehört, zwei weibliche Teenager machen das gerne und spulen danach die Zeit zurück und alles ist wieder supi. Beziehungsweise... Eine von beiden sagt halt dann, wo die andere hinschießen soll, weil sie halt weiß, in welche Richtung gezielt werden muss. Da kann ich dir nur empfehlen, Life is Strange. Womöglich, also habe ich glaube ich schon gesagt, aber mein Highlight des Jahres 2015 und auch 2016 im Moment, weil die letzte Episode kam ja, nee, nicht stimmt gar nicht, die letzte Episode kam nicht 2016, nur diese Complete Edition, die man sich dann auch als physische Version kaufen kann. Die kam 2016 im Januar. Ah, okay, es geht doch nicht in die Kirche rein, schade. Wäre ich ja gerne reingegangen, muss ich sagen. schade. Schade, schade. Schade, schade, schade.
Das stimmt. Hast du jetzt am Gesicht gesehen oder was? Oder halt einfach, weil er uns nicht kennt. Das ist wahrscheinlich die logischere Begründung. Okay, die Schränke hier gehen leider nicht auf. Dum-di-dum, dum-di-dum. Dum-di-dum-dum. Warum haben wir jetzt ein Magazin bekommen? Das heißt, da kommt noch Scheiße. Das ist es. Ah, ich habe jetzt zwar dazwischen gehustet, aber was hat der gesagt? Irgendwas davon verstanden? Schnell. Irgendein Warnhinweis, oder? Der. Irgendeine Art Warnhinweis, weil der. Weil der. Weil das Stadtviertel ist ja auch abgesperrt ein bisschen. Wahrscheinlich eine Warnung oder so. Macht nicht das und das und hast du nicht gesehen und sowas. Oh, hier geht's aber auch lang, Alter. Oh, scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo ich lang soll. Ich hasse mehrere Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Wenn mich dann nie entscheiden kann. Oh! Hier geht's ja auch rein. Toll. Ah, oder auch nicht. Ah, Gott sei Dank. Okay. Da ging nur die erste Tür auf. Ah, da sucht sie auch noch ein paar Reste, ne? Проваливай отсюда. Ja. Was hast du gesagt? Hau ab, das ist mein Zeug. Oder sowas in der Art. Verpiss dich von hier. Das gehört mir. Oh Scheiße, hier geht's weiter. Falle. Betten?